Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arcania. Ich sage bewusst immer nur Arcania, weil ich nicht das andere Wort, das in diesem Namen ursprünglich auch mal mit drin war, erwähnen möchte. Fängt mit G an und hört mit Fick auf. So, damit ist in den ersten 2 Minuten auch schon wieder ein böses Wort gesagt worden. Da freut sich der YouTube-Algorithmus doch. Ist das jetzt das ihre? Hm. Ja gut, solange ich sie nicht anspreche, wird wahrscheinlich eh nichts getriggert, denke ich mal. Ja, da ist noch was. Hallo? Schon wieder Almas Beste. Oh, da ist sie. Okay. Nee. Mit ihr rede ich erst, wenn ich alles erforscht habe. Dann gucke ich noch da hinten in die Höhle rein, in der ich zuerst dachte, dass sie drin ist. Außer ich hatte einen Knick in der Optik und da ist gar nichts. Jetzt blöd? Ah, da. Mini-Minecrawler. Schaut mal, was da liegt. Ein Meinungsverstärker. Uruks Schande. Diese Stachelkeule gehört einst Uruk, als er auf Veshir aus Versehen Knuts Vater erschlug. Trug er seine Streukeule in den Dunkelwald und schwor, sie nie wieder anzurühren. Es gibt hier, bemerke ich gerade, gar keine Werte. Also ich kann theoretisch jede Waffe tragen. Wespenring. Nice. Alter, ist das Ding groß. Aber ich mag es, wenn 2 Handwaffen groß sind. So, dann sprechen wir mal mit Sagita. Die nicht Sagita heißt, aber Sagita ist. Versteht ihr? Speichern. Hi. Na? Angst vor Lyrka, der Hexe aus dem Dunkelwald, hä? Ich hab keine Angst. Mag sein, mag nicht sein. Meine Nase sagt mir, mag sein. Diego schickt mich. Ja, ich weiß. Ich hab Kräuter für dich. Gib sie mir, hä? Nein, hä? Hier hast du die Kräuter. Ich geh dann wieder. Gehen? Nein, du bist nicht nur wegen der Kräuter hier, hä? Diego hat aber nichts anderes gesagt. Hat er nicht, hä? Er hat aber versprochen, dass er dich schicken würde. Isst du mich jetzt auf? Das hat er. Warum sollte er? Weil ich ihn drum gebeten habe, hä? Du? Warum? Weil ich etwas gespürt habe, gleich nachdem sie dich gefunden haben, hä? Etwas, das geweckt werden muss. Du hast etwas gespürt, gleich nachdem sie mich gefunden haben? Wie meinst du das? Alma ist nicht deine Mutter, hä? Doch, da bin ich mir sicher. Ist sie nicht? Sie hat dich am Strand gefunden, nach einer stürmischen Nacht. Das glaube ich dir nicht. Frag sie, wenn du wieder im Dorf bist. Hä? Gespürt? Etwas, das geweckt werden muss? Ich verstehe kein Wort. Da schlummert was in deiner Brust. Hä? Eine Kraft. Eine magische Kraft. Nicht, dass ich wüsste.
Doch, doch. Ich kann sie spüren. Hä? Sie muss nur geweckt werden. Wie? Hey. Mach einfach die Augen zu. Hä? Gut, ich vertraue dir. Siehst du, ich mach die Augen zu. Ja. Der hatte die Augen gar nicht zu. Gut. Das ist sehr gut, hä? Hey, nicht da anfassen. Hey, hallo. Die hat mich wo angefasst, wo ich nicht angefasst werden will. Wieder wach, hä? Wie lange habe ich geschlafen? Oh, ein paar Tage. Ein paar Tage? Magie wecken dauert eben, hä? Kann ich jetzt zaubern? Vielleicht. Vielleicht auch nur magische Schriftrollen verwenden, hä? Wo sind wir hier? In einer Höhle, unter dem Dunkelwald. Ich kenne diese Höhle. Aus deinen Träumen, hä? Ja, genau. Was machen wir hier? Alter. Willst du mir einen Gefallen tun? Einen Gefallen? In der Höhle sind Wühlböcke. Viele Wühlböcke. Hä? Mit Stahl allein sind die nicht zu töten. Ein Wühlbock kann sich in seine Schale zurückziehen wie eine Schildkröte. Aber das kannst du mit Blitzen vereiteln. Hä? Mit Blitzen? Hier, nimm die magischen Schriftrollen. Hä? Töte die Wühlböcke. Denn sie machen meine Bäume krank. Und vergiss die Königin nicht, hä? Gut, mach ich. Wenn du keine Schriftrollen mehr hast, kommst du zu mir. Ich geb dir neue. Aber nicht verschwenden, hä? Was passiert, wenn ich das hast jetzt... Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Hast selbst noch genug, hä? Okay. Du hast Zauberspruchrollen erhalten. Ziehe sie aus dem Inventar auf die Schnellleiste und rüste sie von dort aus, wann immer nötig, aus. Und dann den Zauber verwenden. Ja. Kennen wir. 30 Stück. Okay, ja, das sollte reichen. Ja, was, warte mal, da lag doch was am Thron, oder? Nee. I thought, but it didn't. Okay, dann beschreiten wir König Robas Wege. Toll, wenn die das jetzt permanent so machen, dann brauche ich ja ewig. Okay, sind aber nur 6 Stück. Dann soll es ja gehen. Mini-Minecrawler! Die 5 Erfahrungspunkte geben. Looten kann ich die nicht, ne? Nee. Noch mehr Mini-Minecrawler! Bevor er sich eingegraben hat. Ja, das ist jetzt natürlich mit einer 2er-Würfel suboptimal, ne? Aber es geht ja. Dauert halt nur ein bisschen. Alles. Ich könnte natürlich auch auf Magie gehen, ne? Oh. Aber ich glaube, hier war das so, dass man nicht alleine auf Magie gehen konnte, sondern dass sie nur so unterstützend war. Ja, okay. Ich konnte ihn töten, bevor er sich wieder in seine Schale zurückgezogen hat. Eigentlich müsste ich mit der Waffe halt durch die Schale durchkommen, wenn ich fest genug zuschlag, wenn man es genau nimmt.
Könnte ich eigentlich meine Schriftrollen droppen und dann sagen, ich will neue haben, weil meine weg sind? Kann man überhaupt was droppen? Wieso habe ich Diegos alte Machete behalten? Nee, kann man nicht. Oh. Wo ist meine Waffe hin? Wo ist meine... Bin ich jetzt blöd? Yay! Okay, ich muss laden, meine Waffe ist weg. Ich weiß nicht warum, aber... Ich hätte sie nicht ausziehen dürfen anscheinend. Nee, die Richtung. Aber wo ist die hin? Naja. Schade. Komm nur raus jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich später mit der Zweihandwaffe noch schneller werde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich noch sehr lahm. Ist ja nicht so mein Kampfstil. Messingring, 5 Magiekraft. Den habe ich wahrscheinlich auch gleich angezogen, oder? Nein, habe ich nicht. Ja, aber der Wespenring, der taugt mir gerade mehr. Manchmal ist es wie in Gothic 3. Dass der Charakter einfach, so wie jetzt, in die falsche Richtung angreift, wofür es eigentlich keinen Grund gibt. Das Lustige ist, außerhalb vom Kampf macht er das nicht. Es würde halt irgendwas anvisieren, was hinter mir ist, aber da ist nichts. War's schon wieder. Oh Gott. Mal kurz anders hinsetzen. Oh, je, je, je. Nicht wegrollen. Sie läuft ja langsam hinterher, ne? Ist jetzt zumindest gerade nicht. Oh, da ist die Mama. Hallo Mama. Ah, okay, du hast dich zurückgezogen. Okay. Macht sie das jetzt immer? Boah. Ich will halt nicht direkt vor ihr stehen, weil sie trifft mich dann, sobald sie rauskommt. Also jetzt bin ich gerade schachmatt gesetzt, tatsächlich. Du verarschst mich doch gerade, oder?
Okay. Das ist lustig. Ich probier's mal mit der Einhandwaffe. Und rüste das Schild dazu aus. Oh. Es gibt mir plus 1 auf alles. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Okay. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Mach ich irgendwas komplett falsch? Ich verstehe es nicht. Also was mir einfällt, was ich machen könnte, wäre das Viech halt mit dem Bogen fertig machen. Dass das klappt. Du verziehst dich gar nicht in die Schale, wenn du nicht an mich rankommst. Bossmechanik ausgehebelt. Whoa! Oh mein Gott, wieso sind diese Cutscenes so laut? Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan. Jetzt nicht mal gesehen, was es war, aber wahrscheinlich ein Steingolem oder so. Gott, wieso war diese Cutscene jetzt so laut? Und wieso fängt die so abrupt an? Was willst du jetzt tun? Mich rächen. Du spiel leiser mal. Und seinen verfluchten Paladin. Du bist ein Grünschnabel. Sie werden dich töten. Soll Ivys Tod ungesühnt bleiben? Und der meiner Mutter und meiner Freunde? Nein, aber was, wenn es einen Weg gäbe, dich zu rächen, ohne gleich ins Verderben zu rennen? Lass hören. Irgendwo hier im Gebirge soll es einen uralten Tempel geben, in dem ein gottgeweihter Amboss steht. Robas Paladine suchen den Tempel. Sie wollen den Amboss nutzen, um Waffen zu schmieden, für ihren Feldzug gegen Argan. Verstehe. Ich soll ihre Pläne durchkreuzen. Genau. Und selbst etwas schmieden, das dir bei deiner Rache hilft. Wo soll ich mit meiner Suche nach dem Tempel beginnen? Auf dem Hügel dort hinten steht die Taverne zur gespaltenen Jungfrau. Dort findest du einen Magier namens Daranis. Er kennt viele alte Geschichten. Rede mit ihm. Vielleicht hat er von dem Tempel gehört. Wirst du mich auf meiner Suche nach dem Tempel begleiten? Nein. Du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich segel weiter nach Stuark. Wenn du auch in Stuark bist, frag den Wirt der Klippenschenke nach mir. Er wird wissen, wo du mich findest. Woher kennst du die Pläne der Paladine? Als ich noch an Robas Hof war, hatte ich immer ein wachsames Auge auf Lord Hagen und seine Männer. Und so manche Magd der Paladine hat mir ihr Ohr geliehen. Wer ist Lord Hagen? Der Heerführer der Paladine. Und ein Mitglied von Robas Hohem Rat. Okay. Also tut mir leid, wegen der Cutscene. Es hat mich genauso hart getroffen, glaubt mir. Ach du heilige Scheiße. Cool, neues Gebiet.
Ich freue mich. Goblinbären. Sonnenbären, okay. Sind die was Spezielles? Hier. Schärft die Sinne und beruhigt die Nerven. Übermäßiger Verzehr kann zur Atemlähmung führen, okay. Schärft die Sinne. Klingt zumindest, als würde das quasi Geschicklichkeit geben. Dass hier aber keine Geschicklichkeit gibt, maybe was anderes? Was habe ich denn jetzt eigentlich da an? Schwere Lederkluft. Mittelschwere Rüstung. Diese robuste Reisekleidung ist ein Geschenk Diegos. Sie sieht gewöhnlich aus, doch jemand hat in die Innenseite des Kragens winzige magische Runen geätzt und mit MLT signiert. Milton? MLT Milton? Oh. Was seid ihr? Blutfliegen. Wow. Die sehen irgendwie echt übel aus, die Viecher, die Blutfliegen. Also man muss schon sagen, man kann jetzt über das Spiel ablästern oder abkacken, was man will, aber sie haben versucht, zumindest zu teilen, Gothic treu zu bleiben. Weil die Blutfliegen sehen aus wie Blutfliegen, die Mallrats wie Mallrats. Also die Goblins sind ein bisschen größer als die normalen. Aber das geht ja eigentlich auch noch fit. Das ist das Teleporter-System, was ich meinte. Oh. Da war jemand. Haben Sie etwas zu sprechen tun? Keine Zeit für Fremde. Ja, tut mir leid. Der Regen guckt auch ganz cool aus. Ist ja auch nicht in jedem Spiel selbstverständlich. Ja, wobei, wenn man den genauer anschaut, schaut er nicht mehr gut aus. Du bist nicht von hier. Nein, ich bin von Fischir. Fischir? Ich wäre gern auf Fischir. Dann wäre der Krieg weit fort und ich hätte nicht solche Sorgen. Auf Fischir wärst du jetzt tot. Tot? Warum? Die Paladine von Robert dem Dritten haben die Insel angegriffen und jeden Mann und jede Frau getötet. Wie furchtbar. Der verfluchte Krieg. Er bringt nur Sorgen und Leid. Was hast du für Sorgen? Alle unsere Boote sind weg. Jetzt können unsere Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren, um zu fischen. Und wir haben kaum etwas zu essen. Boote, Boote, Warum Boote. Warum kauft ihr euch keine neuen Boote? Durch den Krieg ist alles teurer geworden. Wir können uns keine neuen Boote leisten. Hier gibt es doch jede Menge Bäume. Fällt ein paar und baut euch neue Boote. Unsere Männer sind Fischer, keine Bootsbauer. Sie können kein Boot bauen, das den Seegang draußen auf dem Meer übersteht. Könnte ich auch nicht. Da ist eine Truhe. Dam, 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 dam. Da kommt bestimmt gleich irgendwas aus dem Sand raus. Nein? Okay. Lederschild. 2 Magiekraft. Also es gibt zumindest Magierausrüstung. Feldräuber? Ja. Ach du Scheiße, was überlebst du denn? Aua. Na. Ah. Blödes Viech. Ach, weicht zu früh aus. Ist doch beschissen. Aber ich mach dir auch echt keinen Damage. Weißt du was? Jetzt reicht's mir mit dir. Okay.
Schwerster Kampf meines Lebens. Das war unnötig schwer. Wie viel Erfahrung hat er gegeben? 47. Ja gut, das ist schon mal wesentlich mehr als so ein Wolf oder so ein Goblin. Morgenstern. 15 für eine Einhandwaffe, ja. Nicht bad. Konnte ich eigentlich... Ich bin in eine Stufe gestiegen, fällt mir gerade so ein. Drücke die Schleichentaste und schleiche dich an Gegner heran. Hinterhalt. Attacken mit Fernkampfwaffen auf unaufmerksame Gegner verursachen 200% zusätzlichen Schaden. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Ah, die einzelnen Punkte geben. I see. Gleichmut. Was ist, wenn ein Blitz verursacht und das hier für 4 Sekunden elektrisiert? Wirft einen Frostpfeil für 24 Mana, der 20 Schaden durch eine alle Aktion, das verlangsamt. Hm. Ich nehme mal das da einmal, um zu gucken, ob das gut funktioniert. Hm. Und dann nehme ich... Ich weiß nicht, aktuell finde ich es ganz cool, mit dem Bogen zu ballern. Weiß nicht warum. Gehen wir auf Bogen. Im Moment. Man kann ja jederzeit umskillen, ne? Das habe ich schon richtig verstanden. Nein, doch nicht? Okay. Dachte ich. Irgendwie geht's bestimmt. Bist du da hinten meine neue Ivy? Was hast du denn zu erzählen, junge Dame? Hey Fremder, ich bin Jilvi und ich möchte dich warnen. Warnen? Wovor? Geh besser nicht zur Brücke, da sind Räuber. Mit ein paar Räubern werde ich schon fertig. Mit einfachen Wegelagerern vielleicht schon, das traue ich dir zu. Aber das hier sind Deserteure und sie haben Palisaden errichtet. Was wollen die Räuber eigentlich hier bei euch an der Brücke? Ihr Anführer, Dartan, will sich an der Wirtin der gespaltenen Jungfrau rächen. Warum das denn? Er war mal ihr Knecht und sie ist nicht gerade zimperlich mit ihm umgegangen. Jetzt hält er die Brücke nach Stuark besetzt, damit keine Gäste mehr in die Jungfrau kommen und keine Händler mit Met. Die Formulierung war gerade etwas... Ja. Schwer. Thymian. Oh, da unten sind Bloodflies. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Da. Steht nicht dran. Ah, okay, die ist bei Fernkampfwaffen. Ja, macht Sinn. 54, okay. Die geht's ganz gut. Die geben aus 6 Erfahrung weniger als die Feldräuber. Ich glaube, die Feldräuber waren einfach für den Moment noch zu starke Gegner. Können die mich eigentlich vergiften? Ich glaube nicht, ne? Oh. Widerschild, Kurzschwert. Ich glaube, ich bin im Kampf. War da gerade was? Oh. Weil hätten sie mich vergiftet, hätte es die Fernkampfattacke vermutlich gemacht.
Apfelbräu, blauer Wühlbock. Habe ich ja beides schon. Dann ist das was Essbares, was ich gefunden habe. Ah, hier. Okay. Ja, Tränke, die mich halt kurze Zeit stärker machen. Die heben wir ganz brav bis zum Ende des Spiels auf und werden sie niemals verwenden, weil wir denken, wir warten auf den Moment, in dem wir sie brauchen. Verwenden sie dann aber nicht. Weil das nicht der Moment ist, in dem wir sie brauchen. Versteht ihr, was ich meine? Gut. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da hinten übrigens ein richtig cooler NPC, richtig? Also der hat sogar in der Gothic-Community Kultstatus, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Also gegen solche Gegner läuft es richtig gut, das Kämpfen mittlerweile. Aber der Feldräuber, der hat mich... Weiß nicht. Der war irgendwie unangenehm. Oder diese Brutmutter da. Okay, dass dieser Flugsound nach ihrem Tod noch irgendwie ein bisschen da ist, ist auch sehr verwirrend. Oder Flügelsound, besser. Flugsound. Es klingt beides blöd. Theoretisch müssen wir jetzt hier eigentlich permanent die Augen offen halten, ob wir vielleicht so ein Relikt finden, ne? Weil wenn wir alle haben, dann kriegt man ja diese Wassermagierrobe und die Fackel oder was das andere war. Muss mir angewöhnen, nicht direkt die Waffe wegzustecken, weil das macht der Charakter sowieso bei manchen Sachen. Dual Wield gibt's hier nicht, oder? Dual Wield wäre cool, aber ich glaube, es gibt's nicht. Ich kann ja so ein... Weiß nicht, Magie wäre schon auch cool. Ich habe gerade überlegt, so einen auf Diego zu machen, also Geschicklichkeit mit Bogen und Geschicklichkeits-Nahkampfwaffe. Falls es Geschicklichkeitsnahkampfwaffen gibt. Da ich ja eher jede Waffe an... Oh! Sandglibbe. Das ist ja schon fast wie ein Mimik. Gott, schaust du eklig aus, Bro. Kleine Perle. Kurzbogen, ist der besser als meiner? Wissen. Niederes Elixier des Heldenmuts. Erfrischt und belebt. König Aethorn der VI. Versorgt seine Truppen mit diesem Tonikum. Seien sie nun Infanteristen, Artilleristen oder Arkanisten. Die Herstellung ist einfach und billig. Das erworbene Ogerblatt muss im Tiegel... Blablabla. Weiter konnte ich nicht lesen, weil da nichts stand. So, erlernt. Ist der Bogen besser als meiner? Yes. Schaut doch cooler aus. Tut mir leid, Ivy. Dein Bogen hat ausgedient. Ja, hab ich.
dachte, vielleicht schafft das noch. Hi! Excuse me. Was hat der jetzt gegeben? Steht nicht dran. Liegt da noch irgendwas? Eine Leiche. Bemaltes Schild. Modriger Kurzbogen. Okay, der macht sogar noch weniger Schaden. Ich hätte jetzt schon Lust, diese ganzen Relikte zu finden, deswegen halte ich die Augen offen. Oh oh. Okay, da ist... Au! Bin ich nicht weit genug weggesprungen. Okay. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht. Okay. Du hast gar keinen Bogen. Ich glaube, da hat noch jemand geschossen. Habe ich das richtig gesehen? Und da hinten. Nein. Ich hätte schwören können, von hier kam auch ein Geschoss. Aber nein. Kam nichts. Kurzschwert. Oh, es gibt plus 5 Ausdauer. Oh, ich habe die Truhe gerade gelootet. Ohne zu wissen, was drin ist. Ich glaube, das da. Goblin-Schamanen verwenden diese Waffe, um sich auf mystische Energie zu fokussieren und ihre Unterlingen auf den Kopf zu hauen. Die Frage ist, wie viel macht dieses Magiekraft aus? Gut. Und ob ich überhaupt über das hinauskommen kann, was ich schon lernen kann. Also wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, Inbrunst nehmen würde. Na, Magiekraft ist der Damage. Vergiss es. Bin dumm. I'm stupid. Stupido. Gesehen, habe ich angetäuscht. In eine Richtung geschlagen, damit er sich sicher fühlt. War auch ganz sicher mit Absicht. Mag für euch vielleicht nicht so aussehen, aber ich habe ein System, wie ich das hier gerade ablaufe. Ich verspreche es euch. Aua. Ich heile mich mal so, die Lebensregeneration ist jetzt ja nicht so schnell. Und von diesen Hanfbandagen habe ich wirklich genug. Leuchtendes Amulett. Mana und Mana Regeneration. Also ich finde gerade jede Menge Zeug, um einen auf Magier zu machen. Das finde ich richtig cool. Weil wenn ich jetzt auf Magie gehen würde, dann hätte ich tatsächlich echt gute Chancen mit dem ganzen Zeug, was ich finde.
Okay, und ich glaube, hier ist der NPC, von dem ich geredet habe. If I remember correctly. Nice. Deswegen, kleiner Cliffhanger, falls das wirklich der NPC hier ist, den ich meine, beende ich diese Folge an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten wieder. Jetzt geht's ja langsam los, jetzt wo wir aus dem Prolog draußen sind. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken.